200 Euro im Jackpot. Ioannis Masmanidis hat dieses phänomenale Tor für die deutsche U21-Nationalmannschaft erzielt am vergangenen Freitag beim 4:0 gegen Wales. Aber das Selbstvertrauen, um so ein Tor überhaupt machen zu können, das hat er sich bei seinem Club geholt, dem Karlsruher SC. Es läuft im Moment richtig rund beim Kader. Vor der Saison solche Tore zugetraut. Also, das ist schon richtig toll, was die bislang gezeigt haben. Stehen nach 8 Spieltagen noch tatsächlich auf einem Aufstiegsplatz. Und das ist beileibe kein Zufall, denn auch spielerisch haben die Paderborner bislang absolut überzeugen können in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und heute hat der SC Paderborn die Chance, sich auf der großen Fußballbühne gegen den TSV 1860 München zu präsentieren. Ja, und die haben natürlich gute Chancen, denn die Münchner Löwen wissen auch noch nicht so ganz genau, wo der Hase lang läuft. Die stehen im Moment auf Platz 7. Das ist irgendwo zwischen Gut und Böse. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und deshalb bastelt der Trainer Rainer Maurer nach wie vor an der optimalen Mannschaftsaufstellung beim TSV 1860 München. Wie hat die denn heute ausgesehen, Thomas Herrmann? Tja, wer sucht, der findet. Michal Kolomasnik ist das neue alte Findelkind von Trainer Maurer. Zuletzt zweimal nicht in der Startelf, der Top-Torschütze der letzten Saison. Es ist so, Maurer bastelt noch an seiner Traumelf. Ja, ja, einmal Löwe, immer Löwe und dazwischen viel Leidenszeit. Die Hausherren in der hellen Spielkleidung mit der Last auf den Schultern gegen völlig unbekümmerte Paderborner. Und genau das wollten sie verhindern und die Gäste wollten das genussvoll zelebrieren. Blitzschnelle Konter über ihren Star, Marcel Ndjeng, 2. Minute. Wie oft hat er davor gewarnt, Rainer Maurer? Und wieder gleich Paderborn 07, die sehr geschickt loslegten. Stefan Maas, 10. Minute. Trainer Jos Luhukay dämpft die Erwartungen von Präsident Finke, der in 2 Jahren schon erstklassig sein will. Ja, das Spiel lief wie erwartet. 60 versuchte Druck aufzubauen, aber mit viel Respekt im Unterbewusstsein. Diese Konterkünstler aus Ostwestfalen immer im Nacken. Vucicevic. Schwer gegen diese sehr bewegliche, massierte Abwehr. Und wieder der Fall Ex-Konter über Ndjeng. 4 Tore geschossen, 5 vorbereitet. Schäfer pennte wieder. 3000 Paderborner noch sehr zufrieden. Knapp 15 Minuten gespielt jetzt. Die Gäste mischten kräftig mit. Ihr System mit 5 Mittelfeldspielern und einer Spitze, das ist Kapitän René Müller. Das wirkt gefestigt und routiniert. Zuletzt 2 Siege mit 6 Toren insgesamt. Richtig gute Hausnummer. Dennis Schulp, der offensive Mittelfeldspieler. Warnschüsse gegen die Hausherren. Rainer Maurer, der tanzt derzeit auf der Rasierklinge. Daniel Bayer. Der starke, aber zu ungefährliche Mittelfeldstratege, Hoffmann auch da vorne. Und Tor, das ist ein Ding, 18. Minute, Torben Hoffmann, eine Chance, ein Tor, Effektivität pur. Dieser Hoffmann im Wechselbad der Gefühle, eine turbulente Saison für ihn. Danke, Bayer. Raul Brauers chancenlos gegen Hoffmann. Auch Schukala war da noch in der Luft. Ein Tor für die Nerven, für die gestresste Löwenseele. Perfekt berührt die Kugel fürs lange Eck. Sein 3. Saisontor. 2-mal Kopf, 1-mal rechts. Der blonde Hoffmann und ja, süß. Alles richtig gemacht. Jetzt konnten die Gäste nicht mehr so ganz ihr beliebtes und perfektes Konterspiel aufziehen. Mal gucken, was sie sonst noch so drauf haben, die Paderborner. Benjamin Schüssler. Schüssler. Klasse, Hacke, Ndjeng. Schüssler, fantastisch! 33. Minute, mein Gott, Schüssler, in der Allianz Arena als Aufsteiger. Das wäre ein Tor noch für seine Enkelkinder gewesen. Die Löwen standen spaliert, düpiert von Schüssler und Ndjeng. 4 gegen 2. Eine wunderbare Szene, voller Elan und Selbstvertrauen. Das perfekte Timing sehen wir gleich beim Abspiel. Hier von Ndjeng und dann wie das Messer durch die heiße Löwenbutter.
Einwurf, Torschütze Torben Hoffmann, das Spiel der Blauen. Aber zu unpräzise, zu unflüssig. Keine Torchancen wie in Bochum. Kein Abschluss. Anders Paderborn. Quick, lebendig und Wiesel flink. Mit René Müller. Schulp. Wieder Schulp. Und jetzt mal die Chance für 60 ruckzuck einen Konter zu starten. Kolomasnik noch nicht so doll wie alle anderen auch und dann wieder verwurstelt. Eine lebendige Partie. René Müller. Und wir zeigen nochmals die Zeitlupe bei diesem Schuss, weil da Müller auch noch Platz gehabt hätte, 1 gegen 1 zu gehen. Die Löwen immer verwundbar, der Kapitän und die 60er Löcher. Schwer für die Blauen, das Beste bislang, die 1:0-Führung. Der Druck ist da, die Angst, und sie war spürbar. Bloß nicht wieder versagen zu Hause. Timo Ox, Ruhe. Schon 2 Heimspiele haben die Aufstiegsfavoriten vergeigt. Das nagt, das nervt. Aber dieser Aufsteiger, ein ganz harter Brocken. Vucicevic. Bayer konnte bislang noch nicht wie gewohnt Regie führen. Wieder Bayer. Vucicevic. Bayer. Und dann Meier auf Kolomasnik, 43. Minute. Die 2. Torchance, aber die war nicht drin, weil Torwart Lukas Kruse, eigentlich der Ersatztorwart, einwandfrei parierte. Die letzten Sekunden der ersten 45 Minuten laufen 60 München bislang in dieser Saison nur einmal ohne Gegentor. Fehler, Kolomasnik. Da ist Marcel Njeng. Sie hätten ohne Zweifel das Unentschieden verdient gehabt. Gegen oft unkonzentrierte Löwen. Marcel Njeng kam aus Düsseldorf. 9 Scorerpunkte. Tolle bislang Bilanz bis heute. Torben Hoffmann, eine Einzelaktion, eine Energieleistung, ein Tor für den Aufstiegsaspiranten. Paderborn will spätestens in 2 Jahren in die erste Bundesliga. Aber wann ging's denn in die 2. Liga? Wissen Sie es? Gewinnen Sie! Pause erstmal. Begeistert vom Leben. Zurück in der Allianz Arena mit Torwart Lukas Kruse von Paderborn 07. Weniger beschäftigt als befürchtet. Keine Wechsel, weder hüben noch drüben. Vucicevic, noch nichts zu sehen vom eigensinnigen Dribbelkünstler. Schulp immer anspielbar. Und dann Njeng gegen Schäfer. Zweikampf, zweifelhaft ob fair. Aber weiter ging's. Njeng. Und da ist René Müller-Ox. 51. Minute. Die Führung für 60 hängt am seidenen Faden. Timo Ox beschwerte sich dann beim Schiri, das war doch faul, mein Herr. Wir schauen uns das mal an. Ich meine, kein Foul von Njeng gegen Schäfer, der oft überfordert war gegen den deutschen Njeng. Unglücklicher Zweikampf für Schäfer. Danke Ox, sollten die Löwen sagen. Schukalas Stellungsfehler gegen Müller und Rainer Maurer mehr und mehr unterwegs. Vucicevic. So unsicher und ungefährlich war er noch nie in dieser Saison. Und Paderborn spielte groß auf gegen zurückweichende Hausherren. Zweikampfstark, schnell, technisch versiert. Schüssler. Locker gegen Schukala. Und da steht Njeng und Ox. 55. Minute, immer noch nur 1:0 für die Löwen. Unerklärliche Unsicherheiten, Stellungsfehler der 60er. Schäfer
Hier wieder gegen Incheng. Es war wahrlich die Ochsentour für den Torwart. Wieder Paderborn, Auswärtssiege in Dresden und Cottbus. Bollmann und Agostino blockt ab. Keine Hand wär's gewesen von Bollmann, sagt der Schiri. Jos Luhukay, Hut ab, Herr Trainer. Gute Truppe. Einwurf, Njeng. Njeng. Was für ein Kaliber. Und da kommt Schukala in großer Not und letzter Sekunde. Das schauen wir uns nochmals an. Habe ich noch nie gesehen. Der Ball hüpft unbedrängt 7 Meter vor dem Tor auf. Ganz seltsam. Heute aber alles möglich in der Allianz Arena. Die Löwen mauerten in dieser Phase und bipperten. Es war unglaublich spannend. 60 hat nur ein Tor geschossen in den letzten 3 Spielen. Würde das hier reichen? Das zweite im 4. Spiel. Kein Foul von Costa an Brinkmann. Auch das richtig. Agostino, oft allein gelassen. Agostino, die seltenen Offensivszenen. Die Partie auf Spitz und Knopf. Intensiv aufgewühlte Paderborner, die das Löwentor berannten, weil 60 ohne Ende zitterte. Dohan eingewechselt. Schön, Brinkmann. Brinkmann, Hacke, klasse, Dohan, Costa, Müller kommt da und wieder Costa. Schäfer will klären und wen findet er? Njeng, Box. Also, Löwendusel gegen fulminante Ostwestfalen. 3 Dunkle gegen 6 Helle. Immer noch zu 0. Schon letzte Saison vermasselte 60 den Aufstieg zu Hause. Und draußen, Puls 180, irre Nervenanspannung. Und was früher die Kiste für Lorand, sind jetzt die Flaschen für Maurer. Na also. Freistoß, 60, Bayer, müde, war viel gerannt. Und dann der eingewechselte Reisinger wartet noch auf sein erstes Löwentor. Diese Partie, das Spiel hat Kraft und Nerven gekostet für alle draußen und drinnen. Schau eingewechselt. Hoffmann. Jetzt mal Entlastung. Wieder Schau. Direkt auf Reisinger. Reisinger, er hätte in die Mitte passen müssen in der 87. Minute. Seine Mitspieler zeigen es ihm an. Dann die 89. Minute. Sporadische Löwenoffensive. Und dann der Konter. Müller gegen Costa. Müller davon. Und da legt er sich den Ball einen Tick zu weit vor. Dazwischen ist dann Ochs. Dann schimpft er wie ein Rohrspatz. Er ist nicht mehr zu beruhigen, René Müller. Hey, und jetzt Brille kaufen, Frau Assistentin Bibiana Steinhaus. Wir kontrollieren. Hier der Fehler, aber Eckball wär's gewesen. Die Nachspielzeit, 60, seltsam aufgerückt, naiv vor 35.000 Zuschauern. Dragusa. Und der Abseitspfiff ertönte zum völligen Entsetzen der Paderborner. Bibiana Steinhaus hatte die Fahne oben und wird angemacht. Das Standbild zeigt kein Abseits von Dohan an der Rasenlinie zu erkennen. Es war schwer zugegeben, Frau Steinhaus. Eine mehr als glückliche Löwensieg, Mann um Mann, aber in Bochum haben sie unglücklich verloren. Alles gleicht sich eben aus im Leben. Hartwig Töne, bitte. Das war ein glücklicher Arbeitssieg.
wir haben uns natürlich das Leben selber schwer gemacht. Man hat ja auch gemerkt, dass heute ein unheimlicher Druck auf der Mannschaft gelastet hat, mit dem insbesondere die jungen Spieler nicht so zurechtgekommen sind, die weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Es ist eine Berg- und Talfahrt die Saison bei uns. Man sieht, denke ich mal, dass wir vor Selbstvertrauen nicht trotzen. Spielt so ein Aufstiegskandidat? Ja gut, letzte Woche hat ein Aufstiegskandidat gespielt, der hat 1-0 in Bochum verloren. Und ich denke, man muss auch mal ein schlechtes Spiel gewinnen können. Wir waren heute über 90 Minuten die dominierende und bessere Mannschaft, auf jeden Fall. Ja, wie die Mannschaft hier heute aufgelaufen ist, da kann man auch nur stolz drauf sein. Wir haben 90 Minuten lang Leidenschaft gezeigt, Herz gezeigt, offensive Fußball, Möglichkeiten kreiert. Leider das einzige Manko heute war, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Wer keine Tore schießt, der kann auch keine Spiele gewinnen. So ist das nun mal. Stimmt. Diese Paderborner haben das Zeug, oben kräftig mitzumischen. Da ist Feuer drin. Alle Achtung. Ja, in der Tat. Und wir gratulieren heute ausnahmsweise mal einem Verlierer, nämlich dem SC Paderborn. Das war eine tolle Leistung heute in der Münchner Allianz Arena. Also ganz klar, der SC Paderborn ist eine Bereicherung für die zweite Fußball-Bundesliga. Was wissen Sie eigentlich zum Beispiel über den TSV 1860 München?